Protest gegen NPD-Kundgebung. Die rechtsextreme Partei einfach aus dem Sächsischen Landtag kehren. Das machten heute, zumindest symbolisch, einige Blauner auf dem Postplatz. Mit Plakaten und lautstarken Argumenten protestierten sie gegen eine Wahlkundgebung der NPD. Dazu aufgerufen hatte der Runde Tisch für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage. Vor der Landtagswahl Ende August tritt die NPD wieder verstärkt in der Öffentlichkeit auf. Vor kurzem verteilten sie in einigen Schulen des Vogtlandes Flugblätter. Laut dem Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP liegt die NPD derzeit bei 3% und würde somit aus dem Landtag fliegen. 2, 3,